Susu. Meine lieben Freunde, Neueinschalter oder ganz einfach mal spontan Vorbeischauende. Ich begrüße euch zu meinem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Die Sims 4. Ja, damit fangen wir auch einfach mal direkt an und gehen in den Create a Sim Modus. Und wie man hier sehen kann, habe ich mir einfach mal überlegt, wir starten einfach in die Sims-Welt rein und gucken mal, was die Welt so für uns zu bieten hat. Welche Zukunft vielleicht sogar. Und da habe ich begonnen und habe einfach mal angefangen und habe überlegt, okay, wie wollen wir anfangen? Sollen unsere Sims weiblich sein? Und dann bin ich so drauf gekommen, okay, probieren wir es mal mit Hochsteck oder Flach. Bin dann darauf gekommen, okay, irgendwie etwas Blondes vielleicht. Irgendein blondes Mädchen, vielleicht so das Mädchen von nebenan, vielleicht die Person, die man so kennt, wo man immer schon gedacht hat in der Klasse, vielleicht, boah, die ist hübsch. Einfach dieses blonde Mädchen, was irgendwie jeder einmal gesehen hat oder kennt. Und da sieht man auch schon, ich fummel da an den Augen rum und am Gesicht und an den Lippen. Ich fummel da überall dran rum und versuche möglichst, was machen, und dann stelle ich fest, okay, es fehlt das Lächeln. Dann habe ich einfach mal versucht, Gesichtsform, irgendwie hat mich was gestört, habe daran rumprobiert, habe versucht, okay, vielleicht sind die Wangen zu schmal, und dann ist mir aufgefallen, ja, der Kopf ist einfach zu lang. Habe den dann nochmal umgeändert und dann ging es auch, und dann ging es auch schon direkt weiter zu den Augenfarben. Ist das schwierig, eine Augenfarbe zu finden? Braun, rot, grün. Ich habe mich schlussendlich für Türkis entschieden. Und dann ging es auch weiter. Ich habe sie so in diesem DJ-Look gesehen, habe gesagt, okay, probieren wir mal was ganz anderes. Habe dann so noch an ihrem Körper so ein bisschen rumgezupft. Erst fand ich sie zu schmal, dann fand ich sie doch zu breit, habe sie doch wieder schmaler gemacht. Und so habe ich auch die ganze Zeit an ihr rumgezupft. Dann war es aber irgendwann okay. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie können wir sie anziehen? Machen wir es elegant? Ziehen wir ihren Blazer an? Habe dann gedacht, okay, es passt irgendwie nicht. Sie kann keinen Blazer tragen. Dafür ist sie einfach nicht der Sim. Und dann ging es auch schon weiter. Ich probierte aus, das eine war dann zu kurz, das andere war zu lang. Und dann kam ich zu diesem Pullover von Andy Arbeit. Er gefiel mir so gut. Aber ich habe gedacht, okay, gucken wir nochmal weiter. Bin von einem Top zum nächsten oder zum nächsten Oberteil und habe einfach mal durchgeguckt. Schlussendlich ist es doch der Pullover geworden, und zwar in diesem Beige, nachdem ich mich dann endlich entscheiden konnte, weil mir gefällt der Pullover einfach, ich weiß nicht wieso, auch wegen diesen, vielleicht liegt es daran an diesen Ellbogenschützern. Ja, und dann musst du dazu einfach mal ein passendes Unterteil finden. Ein Rock oder eine Hose oder irgendwas ähnliches. Aber das ist echt ein Kampf, weil wenn du da einmal was Vernünftiges suchst, du findest nichts. Naja, dann habe ich es schlussendlich gefunden. Es war ein Rock mit Blumen. Aber es war so krass, da erstmal was Passendes zu finden. Ob es eine Hose ist oder doch ein Rock. Oder was ganz anderes. Schlussendlich ist es aber doch der Rock geworden. Und dann kam ich noch zu diesem langen Rock. Der gefiel mir auch so gut mit diesen schönen Farben, verlaufen, mit Blumen. Aber er passte einfach nicht zum Oberteil. Dann habe ich noch diese Hose gesehen. Die gefiel mir auch total gut vom Ding her. Aber es ist doch ein Rock geworden. Ja, es war schwierig. Es war wirklich schwierig. Diese ganzen Röcke, die ich durchprobiert habe, von den Farben, mit den Blumen, etc. Es war einfach schwierig, schlussendlich. Aber wie gesagt, am Ende ist es der Blumenrock gewesen. Und da ist er auch. Ja, dann zu den Schuhen. Ich habe mich umgeguckt bei den Schuhen, bin da auch nochmal alles durchgegangen, hab gedacht, okay, vielleicht irgendwie hohe Schuhe, die ist halt so dieses Mädchen, was sich selbstbewusst fühlt.
was anderes ausprobieren will und dann hohe Schuhe finden. Hab dann zu meinem Customer-Content gegriffen, den ich auch ziemlich gut fand. Mir gefallen diese Schuhe wirklich sehr gut und ich glaube, sie passen auch sehr gut zu ihr und sie werden uns bestimmt im Let's Play weiter begleiten. Ja, also es war's finden. Mir gefielen nicht wirklich die Leggings und dann sind wir auch schon direkt wieder weiter zur Abendkleidung. Ich habe überlegt, ein Kleid, aber habe gedacht, okay, vielleicht doch irgendwas Kürzeres, habe die längeren ausprobiert. Es sah nicht so toll aus und dann habe ich doch noch was anderes probiert. Zum Beispiel dieses kurze Kleid, was ich dann auch schlussendlich behalten habe, aber in Schwarz, weil mir die anderen Farben nicht so gut gefielen. Und damit geht's auch weiter. Einmal alles angeguckt, an den Schuhen orientiert und direkt weiter zum Make-up. Da habe ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. Ich bin da, glaube ich, ein schlechtes Beispiel für. Na, nicht selbst schminken und dann an der Schminke versuchen, bloß nicht. Tut es nicht. Nein, auf jeden Fall. Und dann bin ich da einfach alles mal durchgegangen. Mascara, Eyeliner, etc. Und das ist immer schwierig, weil mal ist es zu stark, mal passt es nicht zusammen, mal sieht es einfach blöd aus. Ich bin aber dann doch ganz zufrieden und dann bin ich auch schon direkt wieder weitergesprungen. Ach, es geht so schnell. Ja, Sportsachen. Was war das im Kampf? Ich habe mir überlegt, okay, vielleicht lila, irgendwas anderes mal. Hab dann erst die passende Hose nicht gefunden, hab sie dann doch gefunden und dann war es mir doch zu grell. Und hab mich dann doch für blau entschieden, hab geguckt, ist Make-up drauf, weil Make-up beim Sport, naja, ich weiß nicht. Ja, und dann zu den Schlafsachen, was kann ich da nur sagen? Mensch, mach dich nicht älter als du bist. Aber das haben wir ja auch ganz schnell hingerichtet bekommen. Ich habe mich schlussendlich doch für das klassische T-Shirt entschieden und diese tolle karierte Hose. Ich liebe diese karierte Hose, ich weiß nicht wieso, aber ich liebe diese karierte Hose, sieht einfach toll aus. Und dann sind wir auch schon weiter, und zwar zum Party-Outfit und zum Schwimmen. Beim Party-Outfit habe ich eigentlich nicht so viel gemacht, weil mir gefiel so, wie es war, und dann habe ich es so gelassen. Und da einfach die passende Badehose gesucht, oder Bikini-Unterteil, und dann bin ich auch zum zweiten Charakter. Bis dahin hatte ich mir dann überlegt, okay, dann machen wir halt zwei, was heißt Studentinnen, aber dann machen wir halt zwei junge Erwachsene, die vielleicht Freundinnen sind, in einer WG jetzt wohnen, weil sie mit dem Studium fertig sind und in der Stadt das Leben erkunden in Sanmai Shuno. Und dazu habe ich dann auch einfach mal direkt angefangen, habe gedacht, okay, cool, ich habe irgendwo gesehen, die haben hier total schicke Dreadlocks, und dann habe ich sie gesucht und habe gefunden. Aber dann fiel mir doch auf, okay, vielleicht sollte ich doch nochmal andere ausprobieren. Hab mich dann entschieden, einfach mal alle auszuprobieren. Von Heimkino, also es war es, vom Sportpack und auch aus dem Grundspiel. Hab mich dann für das Heimkino-Haar entschieden. Und bin dann auch weiter zu gehen. Hab so gedacht, okay, vielleicht wird sie Joke, vielleicht ist sie Sportlerin. Sie sieht ja auch so aus, so mit ihren Haaren und mit der Jacke, sieht ja richtig gut aus nach Sport. Aber, wie ihr später seht, es ist nicht so geworden. Hab mich dann erstmal von dieser Jacke hinreißen lassen, hab dann dazu eine Hose gesucht. Ja, eine Hose suchen, das ist auch immer so eine Sache, ne? Find eine passende Hose zu dieser Jacke. Schlussendlich habe ich auch eine gefunden, sie ist zerrissen, aber egal. Und einfach dazu Turnschuhe, dann passt das. Ja, nebenbei habe ich dann noch so gesehen, okay, vielleicht solltest du ihren Körper noch ein bisschen anpassen. Da hat mich noch so ein bisschen was gestört, das habt ihr ja eben gesehen, das habe ich dann noch so ein bisschen bearbeitet. Und dann sind wir auch schon durch die Outfits weiter durchgehuscht und direkt zum Abend-Outfit. Da habe ich mir dann so überlegt, okay, das Kleid sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber ich wollte trotzdem mal was anderes probieren und habe dann gedacht, okay, vielleicht ziehe ich hier auch ein kurzes Kleid an. Dann habe ich dieses Ärmellose gesehen, dieses doch längere, was doch eher so an traditionell erinnert, hab so gedacht, okay, ich will was Modernes und bin dann einfach durchgeswitcht. Hab dann dieses braune Kleid gesehen, das war total hübsch. Hab dann aber gedacht, okay, du willst was Kurzes tragen, vielleicht ist es ja was für sie. Hab's im Hinterkopf behalten, bin dann aber erstmal weitergegangen, hab diese
schönen Kleider vom Party, also Swarpack, durchsucht. Da gefiel mir dann die Farbe aber nicht so und bin dann schlussendlich doch wieder zurück zu diesem Kleid aus Großstadtleben. Da konnte ich mich dann auch erst von der Farbe nicht entscheiden, habe mich dann aber für das Weiß mit dem Schwarz-Blau entschieden. Es war komisch und habe sie dann auch direkt geschminkt, weil was wäre ein Abendoutfit ohne Schminke, ne? Wir wissen es alle. Ja, und es sah einfach elegant an ihr aus. Und dann war ich ganz zufrieden und habe noch ein paar Ohrringe hinzugehängt. Aber dann waren sie zu lang, dann waren sie zu kurz. Und dann gefielen mir doch die kurzen besser. Und dann bin ich auch zur Sport weitergegangen. Da habe ich gedacht, okay, sie ist eine Trainingsjackenfrau mit Jeans. Nein, irgendwie nicht. Dann habe ich mir einfach mal die Hosen durchgeguckt und habe dann einfach diese schöne kurze Hose entdeckt. Und habe mir gedacht, okay, passt eigentlich ziemlich gut. Aber nachdem ich dann die Jogginghose entdeckt habe und sie passte auch noch farblich, habe ich mich dann doch für die Jogginghose entschieden. Und damit sind wir auch schon bei der Nachtwäsche. Nachtwäsche, alles klar. Ja, Jumpsuits sind ja hübsch, aber der nicht. Und auch nicht beim Schlafen. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht will sie mal ein Kleid anprobieren. Aber da wir es rosa schon hatten bei der Sportkleidung, habe ich mich doch entschieden für das Rote. Ja. Dann sind wir auch schon bei dem Party-Outfit. Und sie trägt eine Brille. Ich war überrascht, hab gesagt, okay, vielleicht wird sie doch unsere... Ja, unsere... Intelligente. Das klingt vielleicht falsch, aber mir gefiel das Party-Outfit schon so. Deswegen habe ich das auch relativ so gelassen. Hab den Rock noch von der Farbe geändert. Und hab ihr eine Brille aufgesetzt, weil ich denke... Vielleicht ist es ja was für sie, eine Brille tragen. Eine Sache, die sie intelligent wirken lässt. Und so wie ein Bücherwurm. Ich denke, das passt ganz gut, wenn die so ein bisschen verschieden sind, die beiden. Und doch nicht so ganz in die gleiche Richtung gehen. Ja, und dann haben wir es auch so gelassen. Schlussendlich nach 10-mal die Farbe ändern. Und dann noch als letztes ganz klar die Schuhe geändert und noch zur Schwimmkleidung. Die mir so gut gefiel, dass ich sie einfach so gelassen habe. Und dann ging es auch um die Merkmale. Ich habe mir überlegt, okay, vielleicht, wenn sie schon die Beliebte in der Schule war, dann könnten wir sie doch jetzt in ihrem zukünftigen zum Gruppenführer machen. Warum nicht? Leitwolf passt gut zu ihr. Denke ich mir zumindest. Und was wäre ein Gruppenführer ohne das Merkmal selbstsicher? Und da habe ich mir so überlegt, okay, was für eine Gruppe könnte sie ihn anführen? Habe so überlegt, okay, vielleicht Musik. Sie war beliebt, vielleicht wegen ihrer Musik. Vielleicht kann sie singen. Habe mich dann aber nochmal durchgeguckt, habe gedacht, okay, sie ist definitiv ehrgeizig, sie will die größte oder beste Gruppe haben. Und habe mich dann schlussendlich doch für musikalisch entschieden. Also sie ist unsere Sängerin und ihr seht, sie freut sich förmlich. Ja, und dann kommen wir auch schon zur anderen. Da habe ich mir überlegt, okay, vielleicht sie ist die Lernerin, vielleicht wird sie ja auch noch eine große Köchin. Unsere Schüchterne, die sich mit dem Essen alleine beschäftigt und natürlich eine Genießerin ist. Sie liebt das, was sie kocht und ist doch ein bisschen chaotisch, wenn sie einmal in der Küche am Werk ist. Aber wenn sie kocht, dann wird es auch gut und sie ist ein Einzelgänger. Weil ich denke, vielleicht ist sie alleine mit ihrem Essen und gibt ihr Bestes. Ja, und dann kamen wir auch schon zur Namensvergebung. Das war nochmal schwierig, sage ich euch. Dann habe ich sie einfach Milena genannt, habe einfach mal die Zufallsnamen durchgegangen und es gefiel mir nicht. Gefiel mir nicht und dann habe ich sie schlussendlich Sterling genannt. Mir gefiel der Name eigentlich an sich so. Aber es ist natürlich immer ein Kampf. Man überlegt immer, was könnte es sein? Bin nochmal die Gangarten durchgegangen. Hab gedacht, okay, sie ist ein Einzelgänger. Vielleicht hat sie so einen leicht schleppenden Gang. Schleppt sich so durch ihren Alltag, durch die Menschenmengen. Fühlt sich einfach nicht gut in dieser Menge. Und ja, mit diesen Worten würde ich auch gerne überleiten. Ich habe mir überlegt, okay, guck dir ihre Gangart auch nochmal an. Macht sie vielleicht ein bisschen femininer. Sie ist so, ja, die kleine Prinzessin und so. Hat vielleicht ein bisschen mehr Geld. Und schlussendlich
ist es auch ganz gut geworden, würde ich sagen. Und habe sie dann mit einem Titel belegt. Und zwar Vanessa van Hasenberg. Von Hasenberg. Und ich zeige sie euch jetzt nochmal, wie sie fertig sind. Hier seht ihr es einmal. Ich bin eigentlich ganz zufrieden und würde mich damit dann auch von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal, wenn wir in unser Let's Play starten. Tschüss!